Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, hier sind wir. Lassen wir das Spiel wieder laufen. Ja, was machen wir? Gute Frage, ne? Automatisch speichern. Gut. Ja, wir haben hier unten ja unsere indianischen Ideen eingeborene. Und da geht's so weit voran. Oder auch nicht. Dauert. Wie sieht's hier aus? Haben wir Berater? Hier eigentlich schon irgendwie was in eine Richtung gelenkt. Ich glaube hier oben, ne? Aber momentan habe ich mir überlegt, dass wir ja noch expandieren müssen. Und hier bei den indianischen Ideen kann man hier einen, sag schon, einen Decker kriegen. Einen Kolonisten. Das sollte vielleicht unser nächstes Ziel erstmal sein. Und dafür will ich das hier in diese Richtung leiten. Wenn es denn lang geht, tut's gar nicht. Ja. Ach, die können nur alle 25 Jahre ändern. Okay, und das wäre jetzt 1469. Na, das ist nicht mehr weit. Ein Jahr noch. Der Adel fordert Privilegien, verlieren 10 Prestige, ne, das können wir uns nicht leisten. Nationale Unruhen plus 2. Ne, das Prestige wollen wir ja aufbauen, dann müssen wir das andere nehmen. Jetzt habe ich das weggeklickt. Das wollte ich aber gar nicht wegklicken. Wieso ist denn das nicht aufgegangen? Okay, 50%. Achso, das waren wir, da waren wir schon. Hier irgendwas Schönes. Achso, unser Ziel ist, das Prestige auf 50 zu kriegen. Ja. 23 haben wir, ne? Politiken sind Entscheidungen. Da ist einer gestorben, aber nicht von uns. Ein bedeutender Mann, das ist wahrscheinlich einer gewesen von denen, die wir nicht haben. Ja. April haben wir schon, November geht's. Können wir gerade noch weiter gucken, das ist unser Vasall, unsere Truppen. Da unten können wir das nicht machen. Okay, konvertieren. Rebellen ist auch klar, das hatten wir gerade auch. Hier können wir noch nichts machen. Da müssen wir unten die Geschichten machen. Ja, 0,44 ist unser Handel. Ein Befehlshaber ist gestorben. Da können wir was bauen. Langhaus, Steuernamen plus 1, Schwitzhütte. Diplomatisches Geschick. Truppenlimit plus 10. Das am wenigsten. Dann lass uns doch das hier mal machen. Muss man mehr Steuern einnehmen. Und das bauen wir. Da. Und wer ist hier gestorben? Keiner von uns, okay. Ah, jetzt können wir es machen. Das würden wir auch machen. Ich glaube, das bringt es momentan mehr. Gut. Was haben wir hier? Ja, Anführer rekrutieren, genau, weil er ja gestorben war. Ja, kostenlos. Und, oh, der ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir hier hin und machen den da hin, oder? Ja. Obwohl ich letztes Mal gehört habe, dass das so sein soll, dass wenn der in der Truppe ist, eher sterben soll, wie wenn er nicht in der Truppe ist. Ja. 2, 3, 2. Das ist Fernkampf, Nahkampf und Manöver. Und das letzte ist Belagerung. Kann er nicht. War nicht schlimm. Okay. 60% und 0. Ist ja auch okay. Was wird uns denn das kosten hier? Basiskosten. Eigentlich wäre es besser, wenn wir stabiler werden, ne? Aber momentan
Warten wir es ab. Ach so, wir haben jetzt hier dieses Geldgeschichte gemacht. 1,74, okay, das geht ja schon. Eine Einladung zum Weiter, brauchen wir nicht. Guck mal, da kommt das Fenster. Vorhin kam es nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Unruhen und die Rebellen 60-0. Auch gut. So, hier müssen wir 500 schaffen und das ist aber gleich soweit. Ich glaube mal 6 pro Monat kommen dazu, ne? 490 also noch 2 Monate. Im Juli geht's dann los. Das Aufmachen ist das Spiel weiter am Laufen. Okay, das haben wir gleich. Und dann können wir hier mal gucken, dass wir den kriegen. Clan-Migration. Okay. So, das würde bedeuten, wir können jetzt hier den dahin senden. Und kolonisieren, ne? Oh, das geht aber flott. So. Bedeutender Mann ist gestorben, von uns aber nicht. So, dann gehen wir mal dahin. Weil ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass das noch hier so geht, ne? Dass da genug Leute hinkommen. So, jetzt geht's voran, würde ich sagen, oder? Automatisch speichern. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter, gucken, dass wir Zugang zum Wasser kriegen, damit wir irgendwie eine Handelsflotte vielleicht auch aufbauen können. Wie sieht denn das hier überhaupt mit Territorium aus? Okay. Oh, der war von uns. Den können wir uns nicht leisten. Ja, es bleibt nur der. Den nehmen wir dann auch. Und unser Land ist das. Das heißt, wir sind hier einmal im oberen Bereich. Wo gehört denn das zu? Zum St. Lorenz Golf. Und das andere ist Chesapeake Bucht. Okay, da oben haben wir einen und da auch. Würde dann ja Sinn machen, wenn wir das hinkriegen. Mannstärke 62, Steuernahme 0. Das ist ja irgendwie jetzt nicht so der prickelnde Ding, ne, oder? Kolonie wird gebaut. Unzufrieden unter den Händlern. Verlieren 50 Diplo. Verlieren eine Markantilismus. Ja, pff. Nimm den. Kann ich mit leben. Okay, der Wachstum ist natürlich relativ schlecht hier. 10 plus ja, pro Jahr. Das dauert ewig dann, ne? Was? Was steht denn hier unbekannt? Und hier unten. Aggression, eingeborene 500. Okay, die müssen wir dann irgendwie mal niederschlagen, ne? Oh, bis jetzt passiert aber nichts. Vorlevel keiner. Ja, gut. Wie soll man sagen, läuft oder läuft nicht, ne? Oh, jetzt sind es aber immer 103. Das ist ja relativ viel. So, wir haben noch einen zweiten Diplomat. Was machen wir mit dem? Okay. Bedeutender Mann ist gestorben. Hinten haben wir gewonnen. Das waren also irgendwelche Unruhen wahrscheinlich. Einer von uns. Aha. Schon erledigt. Haben wir schon bekämpft. Gut. Einladung? Nö.
wieder automatisch speichern. Das ist alles gut. Blättern wir mal durch. Oh, Bilanz 0,3. Ach, Kolonialunterhalt, okay. Das kostet uns relativ viel Geld jetzt, ne? Dann lass uns doch mal gerade das wieder auf 0 bringen. Ohne ein bisschen drüber. So, lassen wir es mal. Okay. Handel 0,53. Hier geht nichts. Ist klar, warum. Da ist auch nichts zu tun. Hier geht auch nichts, oder? Prestige wird auch nicht besser, eher schlechter. Haben wir schon 3 verloren. Oh, irgendwann erheben sich da irgendwelche Rebellen. Okay. Kriegen wir hin, oder? Ne, ablehnen. Schlechter Regierungspublikt. Okay. Verliere eine Stabilität, verlieren 12,6 Aktokarten. Das ist ja auch schlecht, ne? Aber das können wir noch weniger leisten. Dann zahlen wir mal gerade. Nicht schön, aber ist so. 240 hier. Wir brauchen 1000, glaube ich, um da eine neue Siedlung zu machen, ne? Scheint nicht irgendwo, ne? Okay, dauert halt so lange. Wir können hier was Neues machen. Und immer abspeichern, ne? So. Stammesoption 33 mehr. Machen wir mal. Was ist dahinter? Achso, das ist okay. Gut, dann können wir 3 Einheiten mehr ausheben. Können wir uns das leisten? Das ist die Frage. Was sagt's Geld? Oh, plus. Dann lass das erstmal so. Oh, da ist der Berater weg. Reichweite plus 20%, naja. Eigentlich ist der es nicht, ne? Machen wir aber. Gut, Bilanz ist ausgeglichen. Da können wir was machen. Friedensgesetz, was ist da passiert? Okay. Haben wir Pause? Was können wir hier machen erstmal? Stammesverfassung. Ja, ich glaube, das machen wir hier mal gerade. Das können wir gerade gebrauchen, so wie das im Hintergrund aussieht, ne? Okay, wo sind die? Ah, da. Gut. Dann wollen wir mal gleich klar Schiff machen, ne? Ja, das ist jetzt gleich zu Ende. Gut, dann gehen wir aber... Ne, wir müssen da bleiben. So, da wieder zurück. Bis wir das Land haben, das dauert eine Weile. Ah, Baumwolle gibt's da. Das ist ja schon mal schön, ne? Haben auch gegen die Truppen da gewonnen. Baumwolle produziert. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Gut. 3, ja. Weiß nicht, ob wir da jetzt schon was für kriegen. Wir können auf jeden Fall hier mal gerade reingucken. 0,07. Hatten wir jetzt schon mehr Truppen gemacht? Nein, haben wir nicht. Sollten wir vielleicht auch mit warten. Jetzt sind die hier am Rumlaufen, ne? Und wie kriegen wir das dann auch? Achso, da könnten wir mal gucken, was da möglich ist hier vom Handelsmäßigen. Ah, guck mal da. Sollten wir vielleicht das als erstes nehmen. Und das ist auch nicht schlecht.
Da ist aber einer drin, während da keiner drin ist, oder? Ja, da ist einer drin. Manhattan ist keiner, aber da würde das auch mit dem Ding jetzt besser sein, ne? Den Fluss hier ist ein Hatzemünno Handelseinfluss plus 10% oder 10 Punkte. Lob den Ruf. Lebt den Ruf. Stabilität will ich nicht. Zack, egal. Ja, das dauert jetzt noch, ne? 386 Siedler. Irgendwann haben wir die aber auch. Ja. Gut. Wieder Pause, wieder am Speichern. Freier Beraterplatz. Brauchen wir den? Ich glaube auch nicht. Oder? Wie sieht das denn aus? Zwei Sachen sind das noch. Ja. Kein Berater. Was kann der denn, wenn? Festungsverteidigung. Disziplin wäre gut. Der modifiziert die Soldatenzahl. Ich kann das Grüne hier drinnen nicht lesen. Schade, ne? Aber das können wir uns sowieso nicht leisten. Das sind auch drei. Wenn, dann wäre der und den können wir uns auch nicht leisten. Gut. Noch irgendwas Wichtiges? Gut, hier sind 16. 69 haben wir Handel. Hier können wir nichts machen, da auch nicht. Hier machen wir nichts. Ja, da ist jetzt auch nichts zu machen. Truppen haben wir, können wir 15 haben, sehe ich gerade schon. Da ist noch einer mehr geworden. Gut, unser Vasall. Können wir den Vasall denn hier annektieren? Ist er das jetzt ausgewählt? Ich glaube ja, ne? Einflussaktion wären es. Annexion fordern. Okay. Ja, komm. Machen wir doch, oder? 1478. September müsste klappen dann. Dann haben wir da auch schon wieder was mehr, ne? Das ist 449, da haben wir 25%, steigt, wunderbar. Gut, aber ich würde auch sagen, wir machen erstmal eine Pause hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.